So, hallo Leute. Ich komme mal schnell zu einem Thema, und zwar, da jetzt Rette die Welt aus dem Early Access raus ist und Gründer nur noch V-Bucks bekommen und diejenigen, die Rette die Welt natürlich auch gerne noch haben wollen, heute um 2 Uhr, wenn der Shop sich im Battle Royale aktualisiert, wird es in Rettet die Welt ein Paket geben namens Metallbär Bundle. Das kostet 20 Euro. Man kriegt den Metallbären für Rettet die Welt eine explosive Maschinenpistole, heißt der Bär, und man muss Sturmschildverteidigung 1 in Steinwald abgeschlossen haben, um den Metallbären freizuschalten und den der Bär, also diese Maschinenpistole, auch noch freizuschalten. So, man kriegt noch 1000 V-Bucks, die kriegt man aber nicht einfach so, sondern wenn man hier so diese täglichen abschließt, hier 300 Höhlen, zum Beispiel bei mir, erfolgreich mit Scharfschützengewehr eliminieren. Das muss man 7 Tage machen, dann kriegt man halt zusammen 1000 V-Bucks. Den Helden-Skin, wie auch immer, kriegt man dann auch in Battle Royale, das heißt, man kriegt den als Skin in Battle Royale. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der jetzt episch ist oder legendär in Battle Royale. Hier in Rettet die Welt ist der erstmal episch. Ich denke mal, dann kann man den auch hochmachen. Mal kurz in der Sammlung gucken. Werbeleute da. Da ist der Legendär. Hier. Kannst du beim Kauf des Metallbeauftragten Starterpack erhalten. Person kann nicht rekrutiert werden. Das ist er dann. Ist legendär. Und halt auch Papa Bär ist auch legendär. Also müsste man mit Kraftquellen wahrscheinlich hoch leveln. So, und jetzt, dadurch, dass man das Paket kauft für 20 Euro, ist ziemlich günstig, kriegt man noch Zugang zu Rette die Welt. So, das ist der aktuelle Stand. Das heißt aber, da diejenigen, die sich das holen und direkt Zugang zu Rette die Welt haben, werden keine V-Bucks mehr erhalten. Davor musste man vorher noch diese Pakete kaufen, die es Montag noch vom Update gab. Und diejenigen, die das halt sich das Paket holen, die werden sogenannte Röntgen-Lamas-Ticket holen. Das heißt, ihr könnt euch dann Lamas kaufen mit diesen Röntgen-Tickets. Es ist eigentlich auch vorteilhaft, weil dann seid ihr nicht wie wir, die sich, wenn jetzt irgendwie legendäre oder mythische Anführer in Lamas befinden und willst sie unbedingt haben, dann musst du dafür V-Bucks bezahlen. Das müssen nämlich Gründer, wenn die sowas haben wollen. Nicht-Gründer kriegen dann diese Tickets. Der andere Nachteil ist dabei, dass sie halt keine V-Bucks-Missionen oder allgemein V-Bucks bekommen. Dafür kriegen sie dann halt diese Tickets für die Lamas. Gut. Was soll man sagen? Es ist halt nur fair, weil andere haben dafür so lange bezahlt. Ich glaube, Paket war mal im Angebot für 20 oder haben sich das so für 40 geholt. Das ist dann kein Problem gewesen. Nur wenn man es halt so, schon so länger hat, dann will man auch nicht diesen Nachteil haben, dass man nur noch so diese Röntgen-Lama-Tickets hat. Sagen wir mal so, andere Spiele, die so ein System haben. Ich glaube, nur Fortnite selbst hat dieses System. Sag mal ganz ehrlich, das ist richtig gut, günstig. Wenn ich mir so MMOs angucke, oder Call of Duty zum Beispiel, da gibt es ja auch sowas. Klar, du kannst dir pro Tag auch ein bisschen was verdienen, aber das ist teuer. Da gehst du direkt mit Echtgeld rein und hast die Sachen dann. Ja, okay, das dazu. Dann, ich wollte das eigentlich in 3 Videos packen, aber ich packe das jetzt alles in einem Video. Und zwar, ich bin leidenschaftlicher Trophäenhunter oder Jäger, wie man es nennt.
Andere würden sagen Achievements für PC und Xbox. Es geht nämlich um diese Herausforderung, spielt gut mit anderen zusammen. Man muss diese Fragezeichen. Gehe ich mal rein. Steinwald, hier diese Fragezeichen hier. Kann man nach Auftrag schnell spielen oder anpassen? Auswählen, dann wird das damit zugezählt. Oder man geht an Sturmschild Hilfe und Kriegsspiele. Da wird man ja auch zufällig in irgendeine Partie reingeschmissen von Randoms, die nicht immer ganz herrlich sind. Das wird dann alles für diese Herausforderung geschafft. Das heißt, man kriegt dann diesen Banner und halt oben ploppt dann eine Trophäe dafür auf. Oder sich unten Achievement erhalten. Das ist so im Moment die einzige Sache, die ich auch in Retty Welt im Moment verfolgen will, weil Fortnite wird wahrscheinlich dann 21, auch Retty Welt natürlich, auf PlayStation 5, Xbox Series X. Rüber portiert. Und ich würde dann irgendwann auch 21 auf die PS5 wechseln. Und da möchte ich gerne das hier noch beendet haben. Das heißt aber nicht, dass ich dann irgendwie mit Fortnite aufhöre. Nein, nein, das nicht. Nur ich würde das gerne weghaben, denn ich weiß nicht, wie das auf PS5 aussieht, ob die da nicht eine eigene... Ja, wie soll man sagen, so... Es gibt, bei PlayStation gibt es so Stacks, so, wo du Platin machen kannst. Auf was weiß ich, sagen jetzt mal, Fortnite hat auf einmal noch eine PS Vita Version und die kann man dann auch noch mal Platin machen. Und wenn PS5 das dann auch hat, deswegen würde ich auf PS4 noch diese machen, dass ich dann, wenn ich auf PS5 wechsle, das da wird das bestimmt auch einige Jahre halten oder länger. Wir wissen ja, wie Fortnite ist, läuft Battle Royale gut, ist die Chance immer sehr gut, dass Retty die Welt noch so lange erhalten bleibt. Ich habe keine Ahnung, ob Retty die Welt doch noch irgendwann die Server schließt und nur noch für Battle Royale rübergeht, weil so wie es sich in dieser Message angehört hat von Epic Games, ja, wir werden weniger Inhalte bringen. Hat mich schon ein bisschen so das hat mich ein bisschen aus der Fassung gebracht. Da dachte ich mir, vielleicht kommt dann doch noch irgendwas. Wo die sagen, ja, wir schließen jetzt endgültig die Pforten, weil die haben auch gesagt, das ist aus der Early Exit jetzt raus und wir haben jetzt nicht mehr so wirklich vor, da wirklich was reinzustecken. Also Events werden kommen, aber für 20s gibt es definitiv keine Story mehr. Was ich sehr schade finde. Es ist irgendwie dann Endgame-Content, wenn man so sagen will. Und mit Brutal, den Sturmkönig, hat man quasi die Brücke so geschaffen, dass es dann zu Ende ist. Ist okay. Es hat wohl auch nicht so wirklich 2017, als es rausgekommen ist, wohl nicht so gut gelaufen. Ist dann irgendwann hat sich ja dann auch aufgerappelt, als dann Battle Royale sehr erfolgreich war, weil die Leute wollten ja noch natürlich wissen, was ist dieses Rette die Welt, hol ich mir's mal und ja. Also von daher denke ich mal, Rette die Welt wird es vielleicht noch auf PS5 ein paar Jahre geben und dann ist dann auch irgendwann Schluss. Es sei denn, ja, man macht Proteste. Also ein gutes Beispiel ist die PS Vita zum Beispiel, die gibt es seit 2012, hatte 2 Jahre gute Erfolge, ist dann aber abgestürzt und ja, seit, ich glaube 2018 hat Sony die Produktion eingestellt, auch in Japan seit letztes Jahr oder so. Und die Leute sind aber immer noch dran, die wollen PS Vita Games, nicht mehr die AAA Games, sondern so Indie Games, das reicht völlig aus, ist mir auch. Ich sehe diese Konsole auch, diesen Handheld, sagen wir mal. Ja, ist auch irgendwann gut, dass, oder ist auch irgendwann so weit, dass er abstürzt. Kommen jetzt zwar noch Games dieses Jahr raus, nächstes Jahr wahrscheinlich auch, aber dann ist auch irgendwann Schluss. Ich glaube, nach 10 Jahren dann,
dass sie dann da irgendwie auch keine Games mehr veröffentlicht, weil dann irgendwie so ein Patent abgelaufen ist oder irgendwas war da. Und aber es gibt immer noch Leute, die das zocken und neue Games haben will. Gut, es gibt welche Entwickler, die machen das. Wie das jetzt hier mit Rettet die Welt ist, kann ich so ein bisschen den Vergleich ziehen, dass sie sagen, ja, okay, wir machen jetzt auch Petitionen, wir wollen das weiter finanzieren, dann sagt Epic, nee, nee, nee. Ansonsten kann ich nur empfehlen, nochmal für diejenigen, die jetzt sagen, wenn man, ja, ich wollte mir jetzt Rettet die Welt nur holen, wegen den V-Bucks. Scheiß auf die V-Bucks. Lass an den Game so Spaß haben. Weil es macht auch so viel Spaß. Du kannst übelst viel Stunden reinpacken. Gerade am Anfang ist es sehr interessant, wie sich Steinwald nach Brutal anfühlt. Das ist so drei Story, die man nicht mal eben an einem Tag geschafft hat. Da brauchst du auch, glaube ich, einen Monat, 3 Monate oder wie auch immer. Dann hast du dann noch so diese Events hier. Okay, ich schaue zusammen, was scheiße. Dann willst du dir im Shop immer noch mal was kaufen, zum Beispiel Gold farmen. Das lohnt sich ja auch immer. Du willst ein höheres Blitz Level haben, du willst 131 erreichen, du willst die mythischen Waffen haben, all sowas. Das ist viel mit Zeit verbunden, deswegen würde sich der Aufwand dafür auch lohnen. Außerdem, du kannst, wenn du sagst, ja, du hast jetzt Lust wirklich noch, ich will so meine Skins verwenden, meine Tänze, meine Lackierungen, ist alles drin. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Alles ist drin. Kannst du quasi Rette die Welt als Battle Royale spielen, ohne Contentstreifen und Hängegleiter. Kannst du Tänze, kannst du Lackierung, alles das, was du haben willst, reinmachen, fertig. Oder vielleicht kriegen wir ja noch diese Content-Streifen und diesen Hängegleiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass man auf dieser Map, wo man ist, Risse einsetzt, fliegt man nach oben, fliegt man runter und dann setzt du den Hängegleiter ein. Nur vielleicht so eine begrenzte Zahl und den Rest musst du dann bauen oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht irgendwann kommt. Ansonsten, ja. Wenn sich Leute nicht Rettet die Welt mehr kaufen, dann sehe ich wirklich, ja. Sieht schlecht aus für Rettet die Welt. Besonders wenn du mitten in der Nacht zocken willst. Da gehst du davon aus, dass Leute zocken, aber du findest keine Partie, wirklich. So, sagen wir mal, so um 3 Uhr willst du, sagen wir mal, zocken, eine Atlas-Verteidigung in, oder was auch immer, in Twin Peaks, irgendeine 140er zum Beispiel. Hier Schutzbunker evakuieren. Das sind so Missionen, die sind auch knallhart, sagen wir mal, wenn du keine 4 Spieler hast. Willst du die machen, steht da keine Partie gefunden, wirklich keine Partie gefunden. Normalerweise müsste um die Zeit auch immer gezockt werden, aber das ist eigentlich so ein einziger Beweis, dass Rettet die Welt ein bisschen Luft raus ist. Okay, hier so Mission hier. Die kann man AFK machen, es sei denn, du kannst alle Missionen AFK machen, dann juckt dich das nicht, dass andere dabei sind. Ansonsten, ich mag Rettet die Welt auch mehr als Battle Royale, muss ich sagen. Aber in letzter Zeit ist halt nicht viel Neues gekommen, sagen wir mal so. Zwar in der Sammlung findet man Hinweise darauf, dass neue Waffen und Helden kommen. Jetzt gibt es noch eine neue Auftragsreihe. Aber okay, das lag jetzt alles wegen Corona. Synchronsprecher durften nicht arbeiten und so. Trotzdem. Battle Royale haben sie auch irgendwie ein bisschen weitergebracht. Tja, das wird weiter finanziert. Immer weiter. Da wird auch kein Ende in Sicht sein. Ich denke mal, nach Season 10 von Chapter 2 kommt Chapter 3 und dann immer so weiter. Okay, die lassen sich auch irgendwas Neues einfallen. Klar, eine Leuchtpistole ist jetzt drin.
Einige sagen ja, ach nee, das Game ist untergegangen. Wo ist das Game bitte umge... Ne? Das Gruppenfunktion-Ding ist weg. Was soll das bitte untergegangen sein? Bei diesem Live-Event waren so viele Leute drin, dass Leute, die sich das angucken wollten, nicht reingekommen sind. Also ich glaube nicht, dass das abgestürzt ist. Halt bei so großen Events sind die Leute immer direkt dabei und ich denke mal, einige sind am Wochenende immer dabei. Ich level jetzt und dann den Rest gehen sie arbeiten halt, ne? Okay, bei mir ist jetzt auch, ich sag so, man sieht mich immer online, man sieht mich immer um 3 Uhr nachts online oder Stream oder so. Eher gesagt, ich bin das gewöhnt. Wenn ich aufstehe um 8 Uhr, mein Vater holt mich ab. Ist das okay? Okay, einige denken jetzt, oh, das ist doch viel zu wenig an Schlaf. Ja, stimmt auch, es ist wirklich viel zu wenig Schlaf. Nur ich bin ein Energy-Trinker und wenn ich einmal ein Energy getrunken habe, bin ich voll wach. Am Mittag, wenn ich dann wieder zu Hause bin oder so, lege ich mich mal ein paar Stunden hin. Deswegen bin ich auch immer abends am Streamen. Am Wochenende hat die meisten frei, da habe ich auch immer frei, das ist kein Problem. Und ich bin eigentlich jeden Tag gerne in Rette die Welt, in Betoria unterwegs. Gut, in Betoria bin ich nicht gut in Bauen. Das liegt an der Steuerung, die ich jetzt schon seit über 2 Jahren drin habe. Und ich kann mich davon nicht loslösen, weil ich so drin dran gewöhnt bin. Und ja, ich würde es ja gerne lernen. Ich habe es, glaube ich, jetzt 4-mal versucht, aber ich kann es einfach nicht. Das ist halt so ein Problem. So ein ewiger Kreislauf. Und ja, ich habe auch ein Problem mit, dass ich mich ständig angesprochen fühle, dass ich, ich weiß nicht, was Humor ist. Wenn jetzt jemand sagt, ja, halt die Fresse oder so, da bin ich direkt angesprochen. Ich fühle mich direkt angesprochen davon. Ich weiß, ich habe ein Problem. Es gibt viele, die haben ein Problem. Aber ich gehe nicht zum Psychologen oder so dafür, weil bringt mir das. Der gaukelt mir irgendwas vor. Ich habe das schon mal durcherlebt. Ja, komm, wir reden jetzt mal darüber. Wir reden jetzt darüber. Am Ende hat mich das nichts gebracht. Weiß ich nicht. Also tut mir auch leid, dass ich mich immer ständig angesprochen fühle. Ich beleidige mich auch selbst. Das hat einen anderen Hintergrund. Mit dem Hintergrund habe ich mich jetzt abgefunden, aber das ist die Nachwirkung immer wieder. Ja, ich verstehe, einige wollen mir helfen, aber besser nicht. Sorry, wenn ich Andrit, Kevin, Patty und Felix. Ist leider schwierig für mich. So, aber jetzt genug geredet. Ich habe alles, was ich so sagen wollte, wenn auch kreuz und quer, in dieses Video gesteckt. Und ja, wenn ihr euch Rettet die Welt gleich holt, aber dann keine V-Bucks verdienen könnt, ist kein Problem. Braucht man nicht. Ihr habt die Röntgen-Tickets, wo ihr mit Lamas kaufen könnt. Da braucht ihr keine V-Bucks auszugeben. Für andere wie mich, ja, ich bin 131, brauche keine Lamas mehr. Event-Lamas kann ich mit den Tickets, die ich da hole, wo haben wir die? Hier, Roadtrip-Tickets, die Affen da rausholen aus den Road-Lamas. Roadtrip-Lamas, ja. Ja, die V-Bucks, die ich hier habe, halt, benutze ich halt ausschließlich halt für Tutorial, wenn ich mir neue Tänze, neue Lackierung, neue Skins hole. Ja, pro Tag kann man mindestens 100 machen. Jetzt siehst du, die kosten 1500. Du weißt aber, der kommt immer noch mal in den Shop. Spaß so lange. Ist doch egal. Noch was? Ja,
Schenken. Schenken. Nee. Also mir braucht man nichts schenken. Ich habe alles, was ich brauche. Das kann ich, glaube ich, auch mal hier zeigen. Ich habe zu viele Skins. Einige kommen noch durch den Battle Pass und die zukünftigen Battle Pässe. Besonders epische gibt es viele. Ja, deswegen, ihr braucht mir keine Skin schenken, weil ich habe genug. Und wenn es einen gibt, dann hole ich mir den selbst. Und Spitzhacken habe ich auch genug. Einfach genug. Viel zu viele. Tänze. Auch viel zu viele. Viel zu viele. Man sieht's ja. Lackierungen auch viel zu viele. Brauche ich auch nix. Ja, die Banner kann man nicht schenken. Musik kann man auch schenken, aber Musik ist wenig. Die kriegt man immer nur durch hier Battle Pass oder vielleicht mal irgendwann schenken. Schenken sag ich schon, kaufen. Aber brauche ich nicht, hab genug. Was wollte ich noch sagen? Schenken selbst. Vielleicht mal ja, aber nicht zum Gewohnheits rausmachen. Sonst lösche ich Kommentare oder schlimmstenfalls, wenn man mal ein bisschen auf den Sack gehe. Da weiß ich nicht, blockiere ich die Leute dann auch, wann es auf den Sack geht. Das hört sich jetzt hart an, aber irgendwann, ja, Captain vielleicht. Was noch? Ne, ich glaube, das war's erstmal. Ansonsten Streams kommen immer wie gehabt.